Lektion 28. Vor allem will ich die Dinge anders sehen. Gestern hatten wir vor allem will ich sehen und haben damit eine allgemeine Priorität gesetzt. Heute werden wir konkret. Heute wollen wir ganz konkret die Dinge anders sehen. Du fragst dich vielleicht, warum es beispielsweise wichtig ist, zu sagen, vor allem will ich diesen Tisch anders sehen. An sich ist es überhaupt nicht wichtig, doch was steht für sich und was heißt an sich? Du siehst eine Menge einzelner Dinge um dich herum, was in Wirklichkeit bedeutet, dass du überhaupt nicht siehst. Entweder siehst du oder du siehst nicht. Wenn du ein Ding anders gesehen hast, wirst du alle Dinge anders sehen. Das Licht, das du in irgendeinem von ihnen sehen wirst, ist das gleiche Licht, das du in ihnen allen sehen wirst. Ja, heute geht es darum, auf die Dinge zu schauen und unsere Bedeutung, all die Bedeutung, die wir den Dingen gegeben haben, vollkommen zurückzustellen, vollkommen loszulassen. Wir erinnern uns, dass wir nichts sehen, wie es jetzt ist. Und das ist jetzt eine ganz konkrete Übung, die uns hilft, ganz konkret, wirklich offen, mit einem offenen Geist auf die Dinge zu schauen und uns sagen zu lassen, was seine Bedeutung ist, anstatt ihm die Bedeutung zu geben. Ich möchte gerne meine Erfahrung, die ich mit dieser Übung mache, mit euch teilen. Ich habe diese Erfahrung vor ein paar Jahren gemacht, zum ersten Mal. Und heute kommt sie zu mir in einer neuen Tiefe. Und das möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass das sehr hilfreich sein kann. Vor allem will ich diesen Tisch anders sehen. Wenn ich das wirken lasse jetzt, dann nehme ich ein Dienen wahr. Dann nehme ich plötzlich wahr, dass dieser Tisch ein Wesen hat. Ein Wesen, was mir dienen will, was nur dazu da ist, mir zu dienen. Es ist stumm. Es sagt nichts, es will nichts, es erwartet nichts. Es ist einfach nur da, um mir zu dienen. Ich kann an diesem Tisch gemütlich essen, schreiben, ihn benutzen, bequem. Vor allem will ich diesen Stuhl anders sehen. Ich kann bequem auf ihm sitzen, an dem Tisch, kann meine Arbeit vorrichten, essen. Es ist dazu da, um mir zu dienen. Es ist einfach nur für mich da. Die Decke ist dafür da, mir Wärme zu geben. Sie dient mir, stumm. Will nichts, fragt nichts, drängt sich nicht auf, ist da, wenn ich sie brauche. Die Tasse ist dazu da, damit ich daraus trinken kann. Stumm, will nichts, fragt nichts, ist einfach nur da. Und ich erfasse, dass jedes Ding, auf das ich schaue, jetzt schaue ich auf meinen Fuß. Mein Fuß ist dazu da, mir zu dienen, damit ich gehen kann. Meine Hand ist dazu da, dass ich greifen kann. Stumm. Es ist einfach alles nur da. Es will mir dienen. Ich erfasse, wenn ich um mich schaue, egal worauf ich blicke, auf Lebendiges oder Nicht-Lebendiges, dass alles nur dazu da ist, mir zu dienen.
und ich erfasse das Wesen dieses Dienens. Es ist Liebe, weil es einfach nur da ist, einfach nur stumm da ist. Es wurde gemacht, um mir zu dienen. In Liebe. Alles hier ist einfach nur da, um mein Leben in diesem Traum angenehmer, schöner zu machen, um mir in diesem Traum zu dienen. In Liebe. Wenn ich das weiterfasse, wenn ich damit weitergehe, dann kann ich erkennen, dass alles für mich ist, dass alles für mich da ist, dass alles mir dient. Wenn ich das weiterfasse, dann ist das Universum, dann kann ich sehen, dass das Universum, das ganze Universum dazu da ist, mir in Liebe für mich da zu sein, für mich zu sein. Und wenn ich das noch weiter fasse, dann ist mein Schöpfer, Gott, für mich. Er hat alles in Liebe erschaffen und sogar in meinem Traum, wenn ich zurücktrete und meine eigenen Bedeutungen zurücknehme, sogar in meinem Traum ist er da, wirkt seine Liebe. Und wenn ich das noch weiter fasse, er hat mich erschaffen in Liebe und so bin auch ich vielleicht dazu erschaffen worden, in Liebe zu dienen. Der Sinn und Zweck des Universums ist somit, in Liebe zu dienen. Und wenn ich das noch einmal weiterfasse, dann ist der gesamte Sinn und Zweck von allem, was ist, Liebe. Nichts als Liebe. Das kann ich heute mit dieser Übung erfahren, erfassen, dass dem so ist. Und dann kann das Auswirkungen haben, nämlich dass ich in die Dinge mit Demut und Dankbarkeit behandle, dass ich hier auf Erden in Demut und Dankbarkeit wandle. Absatz 5 der heutigen Lektion. Du könntest in der Tat die Schau aus nur diesem Tisch erlangen, wenn du all deine eigenen Ideen über ihn zurücknehmen und ihn mit einem völlig offenen Geist ansehen würdest. Er hat dir etwas zu zeigen, etwas Schönes und Reines und von unendlichem Wert, voller Glück und Hoffnung. Unter all deinen Vorstellungen über ihn liegt sein wirklicher Sinn und Zweck verborgen. Der Sinn und Zweck, den er mit dem gesamten Universum teilt. Liebe.
Das könnte er sein. Und warum soll er das nicht sein? Danke, 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 danke. Einfach nur danke. Danke. Vor allem will ich die Dinge anders sehen.